Hallo liebe Freunde von Hör mal zu aktiv. Es gibt ja so viele Stimmen, die es wert sind, dass man über sie berichtet. Über viele gibt es kaum Informationen. Da haben wir es heute bei Joachim Wolf ja zumindest ein kleines bisschen besser. Viel Informationen konnte ich auch nicht zusammentragen, aber immerhin etwas Info und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, weil euch der Name Joachim Wolf etwas sagt. Ja, nicht jedem in Deutschland sagt der Name Joachim Wolf etwas. Willkommen und jetzt geht's los bei Hör mal zu aktiv und Stimmgiganten. Aber dran schreiben, dass das dein Bruder ist, du. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, mir hat der Esel im Galopp verloren. So, was haben wir denn? Hallo, liebe Hörspiel- und Retro-Freunde. Ich befasse mich ja ab und zu mal gerne mit Stimmen, die nicht unbedingt die Superstars im deutschen Fernsehen gewesen sind, die nicht die Kinoleinwand ausgefüllt haben, die aber doch uns ausfüllen, wenn wir Hörspiele hören, wenn wir diese Stimme mal als kleine Synchronrolle in irgendeinem Film entdecken. Das war einmal 11,50 Mark, dann 8 Mark. Du Christian, man hat mir da ein kleines Gestüt zum Kauf angeboten. Gar nicht weit von hier. Der Preis? Akzeptabel. Und dann werden wir ganz hellhörig und eine solche große Stimme ist die von Joachim Wolf, ja? Joachim Wolf, man findet nicht viel über ihn, wenn man das Internet bemüht. Wir wissen, dass Joachim Wolf am 22. Juli 1920 in Stargard in Pommern geboren wurde und dass er bereits am 30. November 2000 verstarb. Er wurde also 80 Jahre alt, für einen Mann natürlich schon ein gutes Alter. Er war deutscher Schauspieler und Sprecher, so steht es kurz und knapp hier. Über sein Leben gibt es ebenfalls nicht viel in Erfahrung zu bringen und ich konnte noch keinen Menschen auftreiben, der mir etwas mehr über Joachim Wolf erzählt. Sollte jemand zuhören, der mehr Informationen über diesen Ausnahmekünstler hat und diese Ausnahmestimme, kann er mich sehr gerne kontaktieren. Ansi, ich habe mich gar nicht getraut, dich das zu fragen, du. Würdest du mit rauskommen? Ja, na klar. Ach, das finde ich prima, du. Ja, so bin ich. Gut, dann vergessen wir die Rechnung. Ne? Joachim Wolf wurde von dem Hamburger Theaterleiter und Schauspieler Helmut Kmelin ausgebildet. Da frage ich mich doch gerade, ob das vielleicht der Mann von der Kmelin ist. Ja, da muss ich doch gleich mal draufklicken. Und ist es so? Nein? So ist es nicht. Gerda Kmelin ist also nicht die Ehefrau von ihm. Weiter geht's. Ja, es folgten Engagements an verschiedenen Bühnen, unter anderem in Hamburg, Bremen und Lübeck. Also er blieb eher im Norden, der Joachim Wolf. Er war für den Hörfunk tätig und arbeitete auch für den Schulfunk des Norddeutschen Rundfunks. Ab den 1950ern wurde der Mann mit dem Igelhaarschnitt, ihr seht das jetzt gerade, ja, durch zahlreiche Filmrollen populär. Also mir fällt da spontan keine Filmrolle ein, ja, aber gut, weiter im Text. Bekam aber nie eine größere Hauptrolle. Sehr, sehr schade, finde ich das. Bekannt wurde er im Fernsehen in der ersten deutschen Familienserie Familie Schölermann, in der er den Onkel Eduard spielt. Da wollen wir doch mal nachschauen, ob wir da etwas finden. Familie Schölermann, habe ich noch nie was von gehört. Geht's dir ähnlich? Dann lass uns doch mal schauen, ob wir irgendwo jetzt so einen kleinen Schnipsel oder zumindest ein Foto finden. Die Familie Schölermann war die erste von später sehr, sehr vielen Familienserien im deutschen Fernsehen. Sie ging 1954 zum ersten Mal auf Sendung. Die Folge, die Sie jetzt gleich sehen, wurde vom Nord- und Westdeutschen Rundfunkverband produziert und stammt aus dem Jahr 1957.
Heinz, vorsichtig, das Kind. Seh ich doch auch, Mutti. Können wir nicht mal anhalten? Strupp hat bestimmt schon das Essen fertig. Wir halten jetzt nicht an. Wir wollen nicht zu spät zum Campingplatz kommen. Ja. Sehr interessant. Danach war Wolf häufig in Serien wie Der Landarzt, Großstadtrevier, Stahlnetz, ja, da habe ich ihn entdeckt, Dem Täter auf der Spur oder ziemlich am Schluss dann Rivalen der Rennbahn zu sehen. Da kam er dann auch mal nach Düsseldorf, denn dort wurde ja die Serie gedreht, da musste sein Domizil im Norden Deutschlands mal verlassen. Aber auch hier stand der Mann mit der Igelfrisur immer in der zweiten Reihe. Das muss schon ziemlich deprimierend sein, es sei denn, es reicht einem Künstler, in der zweiten Reihe zu stehen. Aber Künstler sind eben Künstler und ich glaube nicht, dass es ihm so gefallen hat, denn er war ja zu höheren Berufen, allein durch seine Stimme. Ja. Und da sind wir jetzt hier genau am richtigen Punkt, durch seine markante Stimme, die er beliebig verstellen konnte. Ich habe mich gar nicht getraut, dich das zu fragen, du. Willst du mit rauskommen? Ja, na klar. Ach, das finde ich prima, du. Ja, so bin ich. Gut, dann vergessen wir die Rechnung. Also er wurde auch sehr oft so ein bisschen homosexuell angelegt. In vielen PEG-Hörspielen hört er sich wirklich so ein bisschen wie vom anderen Ufer an. Ihr könnt hier gerne mal reinhören. Hier sind zum Beispiel zwei Beispiele, wie er seine Stimme sehr gern verstellt hat. Seid ihr alle da, meine Lieben? Dann lauscht gut. Ich werde jetzt das königliche Schreiben selber verlesen. Unten am Palasttor steht ein Krämer und verkauft wunderschöne Sachen. Perlmuttkämme, silberbeschlagene Pistolen, goldene Armreifen und seidene Tücher. Aber das ist doch kein Grund, um verdrießlich zu sein. Ach, ist das nicht schön. Ja, er war als Hörspielsprecher sehr, sehr gefragt. Wolf hatte unzählige Auftritte beim Hamburger Label Europa. Also er ist zum Beispiel in der Drei-Fragezeichen-Folge mit dem sprechenden Totenkopf Gulliver, der ja auch gleichzeitig den Totenkopf spricht, der Buh macht, als Tante Mathilda an ihm vorbeigeht. Das ist aber nur eine von vielen Rollen, ja. Er war bei TKKG, Paul Riebesiel, Die Rache des Bombenlegers, das ist meine Kultfolge mit ihm. Und er war in der Gruselserie, da erinnere ich mich an Ungeheuer aus der Tiefe, da ist er der Herr Bekawatsch, ein osteuropäischer Mann, der auf einer Insel ein Restaurant betreibt, ja. Oder Erik, der Diener bei Die Insel der Zombies. Ja, oh, auch sehr, sehr gruselig. Und man hörte ihn bei Pitje Puck. Das war eigentlich alles über diesen großartigen Menschen, der seine letzte Ruhe auf dem Friedhof Bernadottestraße in Hamburg fand, wie gesagt, im Jahr 2000. Die Filmografie von ihm, die ist jetzt nicht so weltbewegend, weil er eben nie großartig eine Hauptrolle spielte. Anführen möchte ich allerdings trotzdem einige Titel. Ich blende die euch jetzt hier einfach ein. Die Toten Augen von London. Ich muss wirklich überlegen, ich habe diesen Edgar Wallace-Klassiker ja wirklich oft gesehen. Da ist er mir überhaupt nicht aufgefallen. Bei Stahlnetz, ein Toter zu viel, das wusste ich natürlich. Und Landarzt und Co., kann ich nicht mitreden, habe ich nie gesehen, auch Rivalen der Rennbahn, selbst Großstadtrevier kenne ich nur einige wenige Folgen. Aber ihr könnt hier auch mal schauen, hier sind die Hörspiele aufgelistet, auch nur ein geringer Teil der Hörspiele, denn wie gesagt, allein bei PEG kommt man ja auf gut 25 Hörspiele mit ihm, also der Mann steckt voller Überraschungen und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch noch mehr Informationen zu Joachim Wolf hat und die uns mitteilt. Ich danke euch, dass ihr Interesse habt, solche alten Stimmen aufleben zu lassen und dass ihr dieses Video geklickt habt. Immer schön retro bleiben. Liebe Grüße von Hör mal zu aktiv.